So Leute, bevor das Video losgeht, muss ich euch noch eine kleine Story erzählen. Bitte. Oh, da hat wieder jemand kräftig ins Kopf 21 geschaut. Nee, Spaß, also bevor hier die Moab mit jeder Waffe-Folge losgeht, noch eine kleine Info hier. Ich sollte ja eigentlich als nächstes das Raps MW2 Tutorial hochkommen, aber ich habe einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich nehme das zum fünften Mal. Fünfter oder sechster Versuch, ich versuch's, das aufzunehmen. Vorher ging es irgendwie ne, Videospur oder scheiß Aufnahmeprogramm ging wieder ne, hat's wieder mit Action aufgenommen und es ging einfach wieder ne, also es wurde einfach mal wieder schneller und langsamer und es hat wieder übers geleckt und es war alles unsynchron. Dann hab ich mir so gedacht, nimmst du mal ein anderes Aufnahmeprogramm, hab ich irgendeine scheiß Freeware genommen, dann tue ich die starten und so, denk so, oh, Alter, geil. Nice, jetzt endlich fertig. Nee. Ich Black Screen? Bitte? Mein PC fährt sich einfach so runter, also einfach Black Screen gehabt und stürzt einfach ab. Hat einfach keinen Bock mehr. Und da habe ich nur so gesagt, nee, muss eigentlich nicht sein. Falls ihr es unbedingt anguckt oder unbedingt wissen wollt, guckt einfach irgendwelche scheiß anderen Kanäle. Oder guckt bei Beast Matrix vorbei, da hat ein Tutorial dazu gemacht, also falls es irgendwelche Leute gibt, die das wirklich noch nicht wissen oder die das interessiert, dann guckt einfach bei ihm da, ich hab da keinen Nerv mehr dafür und ich bleibe jetzt einfach bei meinen Commentaries und meinen Live-Commentaries. Ich bin einfach eine Fee, weil das andere Zeug ist einfach so hoch. Und ja, dann viel Spaß mit dem Video, ich habe schon wieder genug gelabert und jo, dann viel Spaß! Came with. Jo, was geht ab, Leute? Es liebst am Start und herzlich willkommen zu einem erneuten Gameplay-Kommentar bzw. einer neuen Folge von Moab mit jeder Waffe. Und heute werde ich auf die Themen GTA 5 für PC und Black Ops 3 eingehen. Und erstmal zum Gameplay ist halt mit MK14. Ja, sollte eigentlich schon sehr anschaulich sein. MK14 Rotpunkt Schalldämpfer, nicht Schalldämpfer, sondern Schnellfeuer. Ja, auf Dome und als Secondary MP9, welches ich häufiger benutzt habe in dem Gameplay, aber sollte trotzdem nicht so schlimm sein. Und ja, dann erstmal zu den Intros. Also ich hatte ja gesagt drei Intros, aber die darf ich schon, aber die werde ich wahrscheinlich dann doch nicht mehr so häufig verwenden, beziehungsweise nur einmal, denn die Musik habe ich halt kein Recht, die zu benutzen. Deswegen werde ich dann halt neue Intros erstellen mit lizenzierter, also wo ich das Recht habe auf die Musik. Und ja, ist zwar schade, aber kann man nichts tun, außer weiter Apfelsaft trinken. Und ja, dann kommen wir zum ersten Thema, und zwar GTA 5 für PC, welches ja nach eineinhalb Jahr oder keine Ahnung wie vielen, auf jeden Fall über eineinhalbes Jahr für PC rausgekommen ist, nachdem es auf der Konsole spielbar war. Aber es soll ja viel bessere Grafik sein als auf den Konsolen. Also es war auch mein Bild auf Facebook, der direkte Vergleich von PS3. PS4 und GTA 5 für den PC war. Und da hat man schon deutlich den Unterschied gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es gefaked oder echt war. Aber wenn es so ist, dann auf jeden Fall sehr krass. Und ja, also gerade in dem Moment, wo ich hier das Video aufnehme, da downloade ich das auch. Also ihr werdet auf jeden Fall auf dem Kanal noch GTA 5 sehen. Hier mit Payne wahrscheinlich, mit Julian, mit der Puppe. Und ja, dann war es eigentlich schon zu GTA 5 und es kommt jetzt Black Ops 3, ja wahrscheinlich Ende des Jahres raus, und ich hoffe einfach, dass es nicht so wie Advanced Warfare oder Ghosts heißt. Ich erinnere mich gar nicht mehr an den Namen von diesem in Anführungszeichen Spiel, was ja also bei vielen nicht gut angekommen ist.
Und ja, ich rede jetzt einfach nur nach von Two Epic Buddies. Das sind die. Die Two Epic Buddies sind die Two Epic Buddies. Ach nee. Ach nee. Dieser Inhalt wurde nicht von InScope 21 kopiert, Ausrufezeichen. So schlecht. Welche halt auch ein Video darüber gemacht haben über Black Ops 3 und die Informationen, das sage ich einfach jetzt nochmal in dem Video, falls ihr es noch nicht wisst, für die, die es noch nicht wissen. Und zwar, also die Informationen können stimmen, müssen aber nicht stimmen. Und zwar gibt es wahrscheinlich erweiterte Kräfte, wie also bei einem Roboter im Mittelpunkt steht auf jeden Fall Mensch und Maschine, also eine Mischung daraus, also wie ein Cyborg. Und außerdem auch sehr bei Titanfall abgeguckt, und zwar, dass man wahrscheinlich an der Wand rennen kann, also Wallruns machen kann und auch wieder dashen wie in Advanced Warfare. Also zur Seite, vor, zurück. Und außerdem gibt es wahrscheinlich wieder ein Kinomodus, was sehr geil ist, vor allem für YouTuber. Und außerdem vielleicht sogar ein Lobby-System von 24 gegen 24 Spieler. Aber das muss nicht sein. Da müssten ja die Maps riesig sein, so wie bei Battlefield. Es wäre mal was anderes, mal gucken. Mal gucken. Und ja, vielleicht. Das war übrigens gerade mein Handy. Das hat sich einfach mal gemeldet. Und ja, demnächst werden auf jeden Fall wieder Black Ops 2 Live-Commentaries kommen. Oder wenn ihr wollt, auch Advanced Warfare oder Ghosts. Aber eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Naja, mal schauen. Und das war's schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Und ja, ich höre jetzt auch auf zu reden. Also müsst ihr mir nicht mehr zuhören. Dann war's das. Haut rein.